Willkommen zurück zu Subsistence. Juhu. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. Schön, dass du da seid. So ja. Was aber auch. Ja, geil. Bin auch wieder da. Hallo. Oh nein. Jetzt bin ich voll überrascht. Ja. Das ist immer komisch. Ganz deiner Meinung. Sein lieber Bär, sein ganz lieber Bär. Geh doch mal näher, denn vielleicht kannst du ja kuscheln. Nee, hey, es wachsen wieder Erdbeeren. Ach so, stimmt. Wir wollten doch der Melle einen Vorschlag machen. Ach so, ja, stimmt, Melle. Hi. Guck mal in der Verwertekiste. Warte. Verwertekiste. Ja. Da liegen doch Bogen drin. Ja. Nimm mal den besten davon raus. Ja. Das ist jetzt dein Bogen. Ach schön. Wenn du dazu kommst, kannst du dir auch eine Handvoll Pfeile machen, so 10 Stück. Weil, mir hat nämlich den Gedanken, wenn du da mit dem Bären oder so kämpfst und da immer außen rumrennen musst, wäre es sinnvoller, wenn du dich einfach im Haus verkriechst und durchs Fenster schießt. Wo mache ich Pfeile? Da. Brauchst Stöcke, Federn und Nägel. Okay, dann gucke ich gerade falsch. Moment. Im Inventar unter Munitionskugeln da. Also wir gucken dann trotzdem noch, dass wir dich vor wilden Tieren, sage ich mal, retten. Aber wenn wir mal weg sind. Weil während du jetzt weg warst, wurde auch unsere Base angegriffen. Da kam die Vergeltung. Schön. Aber wir haben sie alle weggepustet. Der Strider ist einfach hingelaufen, hat ihn in den Kopf geschossen. Stand einfach so neben denen so, hi, bumm. Weißt du? Nee, weißt du? Das ist... sowas. Stück. Vielleicht sollte ich auch mit der Schrotflinte einfach auf Entfernungen schießen. Oh, das wird nicht viel bringen. Bei denen das funktioniert. Ist wie bei dir, du kriegst einen Kratzer ab, aber Blut ist ein bisschen. Aber sehr effektiv ist die wirklich vom Nahen. Da kannst du sie gleich ganz wegpusten. Reparieren, reparieren. Muss gar nichts reparieren, ne? An der Ecke. Die geschossen. An der Ecke, wo mein Bett ist. Da waren Pfeile drin. Aber wir haben sie versucht, so schnell wie möglich abzulenken und auf uns zu lenken. Ein Schlag da. Ein Schlag da. Das war's. Dann guck mal weiter rechts Richtung Strider Space. Weil die kamen aus dem Wasser. Ja gut, wenn nicht viel ist, dann haben sie vielleicht nicht viel getroffen. Wäre doch auch schön. Ist die Frage, warum die überhaupt uns angreifen, wenn die Tür doch offen steht. Die können doch einfach reinlaufen. Ich bin froh, dass die es nicht tun. Also sie sind ja schon gut erzogen, das muss man ihnen lassen. Angegriffen oder seine? Ja, da ist nichts. Das ist gut. Vielleicht sind sie ja Vampire und man muss sie erst reinbitten. Ah. Das tun wir grundsätzlich nicht. Ja, aber das würde erklären, warum sie nicht reinkommen, sondern einfach das Haus abreißen. Ja, dann ist der Entwickler vielleicht ein Vampir-Fan. So insgeheim. Ich finde das gut. Also mittlerweile geht es auch von der Munition hier ganz gut. Ja, man braucht hier immer, sag ich mal, immer ein bisschen weniger. Und ich denke auch, dass das ein bisschen exponentiell ist. Je mehr wir die angreifen und je mehr wir die looten, desto mehr haben wir auch. Ja. Deswegen denke ich wirklich, dass wir das ein bisschen verschärfen müssen.
und denen einfach mehr Druck machen. Dass wir das alles, weil alles Material, was die für uns herstellen, in dem Sinne, müssen wir ja nicht machen. Das ist richtig. Und du hast ja auch die Chance, da drin eine Solaranlage zu finden. Also eine komplett fertige Solaranlage, ne? In der Kiste. Ja, aber auch andere coole Sachen. Reicht ja schon, wenn wir nun 30 Nägel finden. Ja, na Hat sich ja klar. eigentlich schon gelohnt. Ja, und in der Wartezeit, während die sich wieder aufladen, kann man kurz über die Insel und ein bisschen selber looten, sich wieder aufstocken. Genau. Quiek, quiek? Ja, Häschen, ich weiß, du lebst aber nicht mehr lange. Ich, quiek, quiek, ich dachte, das ist ein Schwein. Ah, nee, die quieken auch so schön. Ah, nur Wie wenn so du ein ihm das Genick Schweinekrieg. brichst. Ja, das macht Knack. Aber die fiepen dabei doch auch. Echt? Wow, okay. Oder? So viele Sachen, wo ich gar nicht drauf achte. Oder nicht hörst. Ach doch, hören tue ich es bestimmt, aber wahrscheinlich höre ich es und dann sagt mein Unterbewusstsein, oh, brauchst du dir nicht merken, Tu mal kannst vergehen. ausblenden. Ja. Ja, jetzt habe ich das kleine bisschen verscheucht. Das passiert mir auch immer wieder, dass ich die selber verscheuche. Ja, wenn die zu spät gesehen werden. Die sind halt Ah, auch guck so mal, klein. 20 Schießpulver habe ich schon. Ich habe auch nochmal 15. Regen. Prost. Gut. Oh, 22, jawohl. Und mit dem Regen hatte ich jetzt nicht gewettet. Nicht? Mm-mm. Okay. Ich dachte, es bleibt Geht schön mal nicht. sonnig. Deswegen haben wir auch alle unsere Jacken ausgezogen und rennen im T-Shirt jetzt rum. Ja, du, ich renne die ganze Zeit schon im T-Shirt rum. So haben wir nicht gewettet. Renn im Pulli Ja. rum. Okay. Ah, wieder ein paar Nägel, das ist doch schön. Davon müssten wir ja noch einige haben. Ja, vorne in der Kiste waren ja echt viele. Aber Melle baut bestimmt bald gleich weiter. Ich habe mir jetzt ein paar Pfeile gebaut. Ah, das ist natürlich auch gut. Sehr schön. Oder ist ein Jäger? Die Pfeilspitze, wenn du zielst, der Punkt im Grunde genommen, das Visier. Was? Wenn du anzielst, dann ist die Pfeilspitze das Visier. Da musst du so ein bisschen etwas über den Kopf, je nachdem, wie weit du entfernt bist. Aber Raus. das lernst du denn schon. Habe ich auch gelernt, also schaffst du es auch. Ich habe gerade zwei Jäger getötet. Ein Jäger oder Banditen? Sie sind oben ohne, ich glaube, es sind Banditen. Dann sind es Banditen. Okay. Die haben sich hier mit mir angelegt. Ja, die kannst du immer töten. Also Banditen kannst du immer wegnocken, wenn du Beziehungsweise sie willst. waren einfach im Weg. Ja, warte mal da hinten. Ja, es sind Banditen, da ist ihr Lagerfeuer. Sind die immer zu zweit oder zu dritt? Eigentlich zu dritt, oder? Ich habe ein Bienennest gefunden. Das ist aber nichts zum Schützen, ne? Ah, da ist es. Eine Bienenwabe. Oh. Ja, ich brauche dieses Insektenschutzding. Muss ich gucken, Achso, was du bist hier. gar nicht mehr in meiner Base, deswegen sehe ich nicht mehr, wo du bist. Ja, Ganz genau. im Westen, nach dem Fluss, kommt bald eins. Wenn du da bist. Ja, ich kann es eh nicht abbauen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob der Honig. Ich glaube, überlebenswichtig war der nicht. Müsste ich es aber lügen, ich habe den noch nicht so oft benutzt. Sehr gut für Ich glaube, du konntest irgendwas kochen damit, ne? gegen also so antibakteriell oder
Keine Ahnung. Nee. Ich glaube, irgendwas konnte man damit kochen. Oder halt, warte mal, ich glaube, das Stärke-Kit war. Ja, das Kraft-Kit. Das Kraft-Kit konntest du auch Honig machen. Insektenschutz kann ich dir machen. Aus Honig. Ja, mach mal ein bisschen Insektenschutz, so 5 Stück oder so. Wenn man da Okay, mal. da brauche ich vergammeltes Essen. Jetzt muss ich gucken, wie viel ich davon habe, Schatz. Ah ja, genau, für die Schweineverarbeitung. Ja, also ein bisschen was zu essen, aber gut, Schweine jagen wir ja nicht. Stimmt, da war irgendwas mit den Schweinekotelett Honig, glaube ich, gewesen. Ja, lass das mal weg, dann benutzt das Zeug lieber für Gegengift oder so, oder? Zu Weil da ja auch spät. dieses. Okay. So, ich habe den dritten Bandit gefunden gehabt. Wow. Wow. Drei Banditen. Ganz alleine und einer hat den Helm an. Und du lebst noch. Ja, die haben mich nicht einmal getroffen. Siehst du, der Helm bringt dir Glück. Ja, am Helm liegt es ja jetzt nicht. Hat jetzt auch üben können, ganz lange, ne? Hast du jetzt wahrscheinlich auch gesagt, so jetzt laufe ich den auch genau vor die Nase, oder wie? Ich bin ja fast in ihre Base reingelaufen. Ach so. Die hatten ja Lagerfeuer hinter dem Felsen. Okay. Ich bin gerade am anderen See. Ja, du hast ja gesagt, dass du eine etwas größere Tour machen willst. Ja, ich laufe gerade einmal um die Map. Ich bin gerade an der Kante, wo der Zaun im See ist. Okay. Jetzt schwimme ich auf die kleine Insel, die im See ist. Sitzen bei euren Verbänden aus. Ich habe 4. Ich auch. Da ist aber immer gut, wenn wir da nochmal eine Handvoll mehr haben. Ja, sind wieder 3 Stück drin. Perfekt. Ja, irgendwann haben wir auch genug Stoffe dafür. So passt. Insektenschutz hat es auch drin jetzt. Okay. Ja, dann packe ich mir einen Insektenschutz ein und wenn ich nochmal eine Bienen sehe, kann ich den einpacken. Ja, wie gesagt, also letzten letzten Herbst eigentlich, war im Ja, Westen die hinter sind schon wieder der. weg. Ziehen die weiter? Ja, die ziehen weiter. Das ist wie die Holzkisten und so, die bleiben nicht an einem Fleck. Oh nein, ich hab. Zumindest nicht wissentlich. Oh, ich hab das Fleisch vergessen auf dem Ofen. Ist gut Oh für nein. Masse. Nein, es ist zu schade für die Masse. Es war gutes Fleisch. Premium-Fleisch. Oh. Naja. Aber es ist noch gut für Masse. Ja, stimmt. Für irgendwas ist immer gut, ne? Ich finde es lustig, dass der Zaun erst so 10 Meter vor mir dann spawnt. Das sieht so aus, als könnte ich da noch ewig laufen in die Richtung und dann kommt da plötzlich der Zaun. Ich bin auch einmal um unseren See herum. Es geht recht flott darum, gell? Ja, aber es reicht auch so vom Essen her. Jetzt geht es wieder im gelben Bereich. Jetzt würde meine Ausdauer wieder drunter leiden. Das passt. Ja, ich esse unterwegs immer das, was ich so finde eigentlich. Und halt die Riegel, die sind super. Riegel und Gemüse, was man findet. So, nochmal 39 Nägel mitgebracht. Genau da. Also ich habe noch nicht Ja. einen Pfeil wieder aufheben können. Ja, weil die brechen mit dem Flexbogen schon sehr schnell, das stimmt. Also eigentlich jeder Pfeil. Reparaturbeliefer auch im Werk. Das da rein. Boah, 62 Heidelbeeren. What the fu? Ich habe davon vorhin noch gegessen. Es waren noch mehr vorhin. Ja, also wenn wir hier irgendwann mal Glas herstellen, kann sie hier Marmelade mit herstellen. Fehlen noch die Hagebutten.
die nachher im Winter kommen. Müssten wir da nicht auch noch welche haben? Nee, die sind wahrscheinlich schon leer, habe ich jetzt keine gesehen. Die sind leer. Ah, okay, das Ding ist soweit fertig. Können wir anschmeißen. Bereite ich mich mal auf meine Werkbank vor. Oder? Ja. Ja, sehr gern, sehr gern. Genau, mache ich nämlich für mich schon meine Werkbank wieder. Das mit dem ganzen Craft-System hier habe ich noch nicht so ganz. Irgendwie finde ich das nicht so angenehm hier. Ich weiß nicht warum. Echt? Okay. Ach, ich finde es. Gibt Schlimmeres. Also, ich habe mich hiermit eigentlich ganz gut abgefunden mittlerweile. Renn hier tatsächlich lieber einfach nur um die Welt und heb Sachen auf. Okay. Okay, gut, das ist das. Machen wir nochmal Brettchen. Ja, perfekt. Mein Inventar ist jetzt schon ganz voll. Ja, wenn du lange unterwegs bist, dann kannst du einiges sammeln. Das stimmt. Zu viele Hühner dabei gehabt. Wir haben, glaube ich, gerade gar keine Perlen mehr, ne? Ist das richtig? Wann habe ich eine getaucht? Oh, das weiß ich gar nicht, Schatz. Nein, ich gehe mal kurz gucken. Ah, 6. Okay, da sollte ich vielleicht irgendwann doch nochmal wieder einen Perlentauchgang machen. Damit da wieder ordentlich Platinen kommen. Wie viel brauchst du? 10, gell? Für eine? Nein, 2 Perlen pro Platine. Achso. Aber du brauchst halt für die Windräder, Solaranlagen, Sprengstoff, brauchst du halt echt sehr viel. Sag mal, dein Ofen, dein Herd, war der eigentlich schon aufgewertet? Das weiß ich gerade nicht. Fragst mich heute Sachen. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Lass mich mal kurz reinschnüffeln. Der Kühlschrank war ein Fail, das weiß ich. Ja. Aufwertung. Nee, siehst du, ist nämlich auch noch nicht. Aber, okay, warte mal. Aber meine Solaranlage oben auch noch nicht. Nee. Aber ich werde jetzt gleich kurz das Zeug zusammensammeln für dein Herd. Dann kannst du nebenbei nämlich das Upgrade machen hier. Mhm. Wenn du nämlich mal Zeit hast. Okay. Warte mal, das sind 12. Was kann der Herd dann, wenn er abgegradet ist? Wird das Essen dann effektiver oder verbraucht er weniger? Verbraucht weniger. Oh Mist. Ich habe es wieder getan. Bin in ein Lager gelandet. So ein Mist. Yeah. Bitte überlege mir. Den hatte ich jetzt 0 gerechnet. Böse haben sie mich erwischt. Ui. Ich habe sie ausgelöscht. Okay. So, ich habe dir jetzt mal das Material reingepackt. Du kannst beide Herd-Upgrades machen dann, ne? Wo hast du es reingepackt? Hier in der Tresskiste neben dem Herd. Musst du halt mit Energie und Masse gucken. Okay, dann koche ich erstmal fertig. Ja. Ich sage das, ich habe es erstmal hingepackt, damit es gesichert ist. Und das machst du dann irgendwann bei Gelegenheit, bei Bedarf. Wenn du Zeit und Lust hast. So, einmal die Werkbank. Ich glaube, mein Helm hat mich gerettet, weil ich habe einmal so ein Kladding gehört. Kladding? Ja, der ist manchmal echt sehr, sehr hilfreich. Kladding.
So, meine Ich renne jetzt nur noch mit gezogener Waffe rum. Okay. Ist mir sonst zu unsicher. Okay. Ja, das mache ich auch meistens. Schrotflinte oder irgendwas habe ich eigentlich immer in der Hand. Ich habe halt meistens einfach nur die Spitzhacke oder so in der Hand, weil ich überall Erze einsammle. Ja. Was? Das geht? Moment. Muss ich austesten. Boah, Tatsache. Ui. Ui. Du kannst unter die Werkbank eine Kiste packen. Platz spart. Das spart Platz? Oh, wie gut, dass wir einen Chat haben. Das ist perfekt. So, ich hole mir noch ein Leuchtstäbchen. Haben wir noch Leuchtstäbchen übrig? Verwerte Kiste. Oh. Haben wir die schon verwertet? Oder bist du mittlerweile schon einmal gestorben wieder? Ich bin einmal gestorben, ja. Gut, dass du manchmal stirbst. Oh ja, Tatsache, da ist er. Gut, weil dann packe ich nämlich auf meiner Werkbank auch so ein Leuchtstäbchen, habe ich ein bisschen Licht drin. Das ist geil, das mit der Kiste unter der Werkbank. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Mit so vielen Leuchtstäbchen auf Werkbänken muss man nur vorsichtig sein, weil ich habe gelesen, dass es sehr schnell zu Lag führen kann. Ja gut, aber das ist ein Leuchtstäbchen bei dir und ein Leuchtstäbchen bei mir. Das war's ja. Ja, es ist alles gut. Ich sag nur, wenn es mehrere sind. Ich glaube, das ist dann, wenn du wirklich so einen öffentlichen Server hast mit ganz, 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 ganz vielen Menschen drauf. Und ganz vielen Leuchtstäbchen. Aber es gibt halt echt immer gut Licht rein. Ne? Da sparst du dir doch dort mal anderes Licht. Oh, das ist ja geil. Warte mal. Oh, das gefällt mir. Ja, gut, dass ich noch einen Pulli anhab. Ich friere hier. Ja gut, in der Nacht ist noch ein bisschen kühler. Ne? Vielleicht hätte ich doch noch die Jacke anhaben sollen. Hättest du vielleicht einpacken sollen für die Nacht, ja. Ja, blöd. Perfekt. Wie viel Schießpulver hast du mittlerweile eigentlich schon gefunden? 42. 42? Ja, siehst du, dann haben wir schon fast das Schießpulver für die Sprengladung fertig. Ich habe aber keine Schrotmunition mehr. Mhm. Die habe ich jetzt an den Banditen verbraucht. Ja, gut. Dann, warte mal. Kalium haben wir keins mehr, ne? Schatz, du hast es verbraucht, nein, ne? Ist weg. Ich habe noch okay. Im Inventar. Weil dann könnte ich zur Not auch noch mal ein bisschen Schießpulver noch mal herstellen. Ich habe 14 Kaliumerz. 14? Ja, 14. 1, okay. 4. Aber das ist Kalium. Machen wir es so. Oh Mann, erschreck mich doch nicht so. Meine Basis wird angegriffen. Um Gottes Willen, warum? Deine? Du hast doch noch nie mit irgendjemandem Stress gehabt. Nö. Aber bei mir steht's dran. Deswegen bin ich gerade so erschrocken, weil das bei mir aufgeplupst ist. Okay. Wie plupst sowas nie auf? Hey. Das ist jetzt aber auch merkwürdig. Lass meine Küche in Ruhe. Ich glaube, ihr spinnt. Ah, dann kommen sie ja aus dem Wasser, oder? Nee, die sind von Land. Landratten! Scheißegal, wo die herkommen, die können wieder gehen. Ja, das Essen ist zwar fertig, aber doch nicht für sie. Geht nach Hause. Ich bin leider noch zu weit weg. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe aber meine Tour um die Welt fertig gestellt. Okay. Ja, vor allem, warum die jetzt gekommen sind. Vielleicht haben sie mich gesehen, wo ich bei den Beeten oben war.
Weil eigentlich haben wir die automatischen Angriffe ausgeschaltet, nur Vergeltung. Ja, aber vielleicht sind sie gerade draußen gewesen, wo ich auf dem Beet war. Naja, auf jeden Fall zwei sind tot. Mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Blöde Hampel. Hampel. Naja. Ja, ich habe damit offiziell eigentlich abgeschlossen, dass ich einmal um die Welt gerannt bin. Warum? Was hast du? Wieso? Ich bin einmal um die Welt gerannt. Ach so, abgeschlossen. Ich dachte, du wirst nie wieder tun. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal mache, aber gibt Aber zwar, es ich gibt finde, noch ein paar Stellen auf meiner Karte, die sind unentdeckt, aber. ich finde, es lohnt sich nicht wirklich. Nö. Der See hier bietet mir alles, was ich brauche. Ja, ich muss nur sagen, die Ebene im Osten ist im Winter echt gut. Da siehst du nämlich sehr weit, sehr viel. Kannst Okay. echt zielgerichtet laufen. Aber davon abgesehen lohnt sich es tatsächlich nicht. Und die Ebene fängt eigentlich direkt hinter der großen Basis der Gegner an. Da kannst du nicht. Ganz relax kannst dann da Sachen sammeln. Ich hatte ja auch keine andere Wahl, tatsächlich zu der Zeit. Wir haben meine Küche beschädigt. Schweine. Schatz, hier ist ein Bär. Möchtest du mit dem üben? Oh, Oder soll ich ja. den nehmen? Eigentlich gerade was anderes zu tun. Kann der nicht Ja, nur ein bisschen warten? ich kann ihn auch stehen lassen, klar. So ein Mist. Muss bestimmt gucken, wo meine Küche verletzt wurde. Mein Baby. Oben das Beet hat gebrannt. Na, bravo. Das Beet hat gebrannt. Die wollten unsere Ernte vernichten. Schweine. Ich war ja auch gerade am Abernten, ne? Bevor wir morgen irgendwas angreifen, brauche ich nochmal Verbände. Drei habe ich reingelegt gehabt. Oh, Essen. Ich habe gar keine mehr. Ja, also da müssten die drei noch da sein, weil ich habe jetzt nichts rausgenommen. Ich bin bald zurück. Ja. Es ist nicht mehr so weit. Aber die heutige Folge ist schon am Ende angekommen. Ja. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tüdelü.